Meine Meinung zum D-Log oder D-Log 2 Meter DisplayPort Kabel. Hier DisplayPort 1.2 Kabel, normales DisplayPort auf Mini-DisplayPort. Ja, hier steht drauf 4K 60 Hertz. Soll es unterstützen. Übrigens hier die Nummer 82438. Das ist wichtig, weil es gibt die DisplayPort Kabel von D-Log oder D-Log. Sowohl mit einem verbundenen und einem nicht verbundenen Pin 20 und je nach Konstellation kann das problematisch sein, wenn er verbunden ist. Bei dem ist er nämlich nicht verbunden und das war mir auch wichtig. Aber interessanterweise hier hinten steht drauf Auflösung bis 3840x2160 at 30 Hertz, obwohl wir ja hier vorne 60 haben. Also entweder vermute ich mal eher, hat hier hinten jemand das nicht angepasst und der Text stammt noch von einem anderen, vielleicht älteren Kabel, oder? Ja, es geht nicht, das will ich aber mal probieren. Also der Pin 20 dient beim DisplayPort-Kabel dazu, bei 3,3 Volt, ich glaube es waren 500 mA bereitzustellen, so ein bisschen Spannung, ein bisschen Strom für Adapter oder ähnliches, was in der Praxis aus meiner Sicht zu 99,9% nicht benutzt wird. Aber problematisch kann es sein, wenn die Grafikkarte dort im Prinzip eine Spannung anliegt, bei einem verbundenen Pin 20 und bei dem Monitor, was nämlich auch teilweise der Fall ist. Manch einer von Kabelhersteller sagt dann, ja, die Monitore dürften das gar nicht. Weiß ich auch nicht, ob das so ist. Aber dann kann es sein, dass es wie eine Art Kurzschluss gibt. Kurzschluss hier aber der falsche Begriff. Auf jeden Fall führt das dann dazu, dass mitunter kein Bild da ist, Bildaussetzer hat. Oder in meinem Fall war es sogar mal so, dass das Netzteil gleich beim Starten des PCs Klack gemacht hat und der gar nicht erst gestartet ist. Also da kann es Probleme geben. Deswegen ist für mich immer wichtig, dass beim DisplayPort-Kabel der Pin 20 nicht verbunden ist. Denn ich habe auch noch nie einen Anwendungsfall gehabt, dass ich da Spannung bräuchte. Und ja, bei D-Log ist das wunderbar, denn es steht normalerweise bei der jeweiligen Nummer dann irgendwo mit da drauf. Zumindest auf der Herstellerseite, hier sehe ich es gerade nicht. Und auf der Herstellerseite stand, dass dort der Pin 20 nicht verbunden ist. Da gibt es auch keine Probleme. Und ob das auch so ist, will ich jetzt hier natürlich mal testen. Das ist hier festgeklebt. Man könnte es natürlich auch aufschneiden. Naja, aufschneiden hätte mehr Sinn gemacht. So, oder mehr Sinn ergeben natürlich. Also das Kabel ist jetzt nicht super dick, möchte ich mal sagen. Das werde ich natürlich auch gleich nochmal messen. Aber zuerst mal Kabellänge. Hier sind auch so kleine Schutzhüllen drauf, ganz nett, macht man dann einmal ab und braucht so wahrscheinlich nicht wieder. Ja, Kabellänge ohne die Stecker beträgt 1,93 Meter, was bedeutet, die 2 Meter sind im Prinzip mit den Steckern angegeben und das finde ich immer ein bisschen schade. Ich mag das, wenn wirklich die Kabellänge 2 Meter ist ohne die Stecker, denn die Stecker kann ich ja nicht irgendwie biegen, wie das Kabel, was schon relativ biegsam ist. Also Kabel selber ohne die Stecker nur 1,93 Meter, das ist natürlich ein bisschen schade. Und der gesamte Kabeldurchmesser beträgt ungefähr 5,2526 mm. Dann habe ich hier noch den schönen DisplayPort-Tester. Der testet jetzt natürlich nicht, ob die jeweilige Geschwindigkeit eingehalten wird, sondern im Prinzip, ob die Pin-Belegung korrekt ist und ob der Pin 20 verbunden ist. Damit man es etwas besser sieht, jetzt hier dunkler und dann kann ich hier hochschalten, dann habe ich ein Dauersignal auf allen Pins quasi. Und da sieht man hier, das sind die 19 Pins und Shield. Und da sieht man das erstmal sozusagen, fehlt jetzt kein Pin, heißt aber noch nicht, dass es richtig verdrahtet sind, sehen wir dann. Aber hier sehen wir beim Pin 20, der ist nämlich hier separat, der ist nicht verbunden. Also das ist schon mal richtig bei dem Kabel, das finde ich natürlich sehr gut. Und dann kann man hier auch noch normalerweise die einzelnen Pins durchgehen, aber da springt der hier ein bisschen hin und her. Also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, sind die Ground hier ein bisschen unterschiedlich miteinander verbunden. Und der Return, der Pin 19, Return DisplayPort Power, der ist hier auch da mit einem Ground verbunden. Könnte sein, dass das nicht weiter tragisch ist. Ich werde mal gucken, wie es so funktioniert, aber warum man das gemacht hat, vielleicht frage ich mal bei D-Log nach, was hier so der Hintergrund ist. Kann ja sein, das hat irgendeinen Sinn. Kann es natürlich nochmal andersrum machen, aber das ändert natürlich nicht viel. Dann springt er halt nur andersrum. Ja, okay. Kann ich jetzt nicht sagen. Also solange die Datenkanäle gleich sind, müsste eigentlich die Übertragung klappen. Wie das mit dem Ground aussieht, werde ich mal nachfragen. Weiß ich nicht, ob ich die Antwort schon habe, wenn ich das Video hier fertig mache. Vermutlich nicht, aber sobald ich dann da eine Antwort drauf habe, kann ich die in die Beschreibung mit reinpacken. Ja, muss nicht schlimm sein, aber erstmal ist es ein bisschen seltsam.
Kabel jetzt am PC und mit dem 40 Zoll Philips Monitor verbunden. Hier mal ein bisschen abgefilmt der Monitor, also man sieht vielleicht hoffentlich noch 3840x2160. 8-Bit RGB funktionieren hier völlig fehlerfrei, habe jetzt hier schon ein bisschen das Video mitgeschnitten auch mit dem Monitor und dem DisplayPort-Kabel, also da gibt es keine Probleme, Ton funktioniert darüber natürlich auch. Das heißt, diese etwas, ja, die Grounds, die so verschieden verbunden sind, also es ist ja Masse, scheinen hier jetzt erstmal keinen negativen Einfluss zu haben, dass die unterschiedlich verbunden sind, das ist eben, ja wie gesagt, nur verschiedene Masse-Pins, datentechnisch also kein Problem, das ist schon mal schön, verwenden werde ich es also. Und was das so in der Praxis bedeutet, hier nochmal in meinem kleinen Datenratenrechner dargestellt. Also was hier funktioniert hat, die 3840x2160 8-Bit RGB mit 60 Bildern pro Sekunde. Das entspricht ja im Prinzip, wenn man es mal so rein umrechnet, 11,12 Gigabit Netto-Datenrate und brutto dann durch die 8B10B-Kodierung 13,9 Gigabit oder 1,74 Gigabyte pro Sekunde. Das schafft das Kabel problemlos. Was bedeutet in der Excel-Tabelle alles, was drüber steht, Zeile 4 bis 12 zum Beispiel, die ich hier beispielhaft mit aufgezählt habe, die funktionieren also theoretisch, rechnerisch müssten die genauso fehlerfrei mit dem Kabel funktionieren. Und alles, was drunter steht, das heißt ab der Zeile 14, das könnte noch funktionieren, kann ich aber im Moment in der Konstellation eben leider nicht testen. Wobei ich glaube, 120 Hertz wird das Kabel hier vermutlich nicht unbedingt fehlerfrei schaffen. Habe aber auch noch keinen Monitor dafür, um das mal zu testen. Falls ich den mal habe in UHD, werde ich das natürlich vielleicht auch nochmal nachholen. Ja. Aber ich bin bisher, also muss ich sagen, sonst damit zufrieden. Ein bisschen schade ist natürlich, dass es nur 1,93 Meter lang ist. Ist jetzt nicht so schlimm für mich. Das mit den Masse-Pins, die unterschiedlich miteinander verbunden sind, ist noch ein bisschen seltsam. Aber positiv ist, es funktioniert soweit technisch. Und von dem her ist das für mich auch preislich gesehen erstmal völlig in Ordnung und okay.